Herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einem weiteren Slender-Teil. Und ich weiß, das sage ich jedes Mal. Where am I? How did I get here? I can't remember. I must have blacked out. I need to get out of here. I have the worst feeling that something is following me. Spielen wir denn dieses Mal gar kein Kind? Okay, wir rennen mal nicht. Das ist doch ein Witz, oder? Dass wir jetzt hier durch so ein Labyrinth müssen, oder? Ach, du Scheiße. Ach. Scheiße. Oh yeah, geil. Haha, wir haben einen Schlüssel gefunden. Wir werden so etwas von sterben. Ganz ehrlich, ein Labyrinth? Muss nicht sein, oder? Muss echt nicht sein. Das ist ein Haus. Ich möchte zu dem Haus. Ich möchte jetzt aber auch nicht zurückgehen. Yay, bei dem Haus ist genau nichts. Na klasse. Wo schön gemacht mit dem Sternhimmel und so. Ist schon toll. Ist schön gemacht. Vor allen Dingen, ich sehe nichts. Ich sehe das Ende nicht. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder hier am Anfang, oder? Ach, na toll. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier drüben lang. Wir haben einen Schlüssel oder so. Ja, einen haben wir bis jetzt nur eingesammelt. Und ich frage mich, ob die Schlüssel wirklich immer auf so einem komischen Steintisch liegen oder Sarg oder was auch immer das gewesen ist. Aber ganz ehrlich, so in... Hey, da ist eine Statue. So ein Labyrinth ist schon irgendwo ziemlich böse. Ich will zu der Statue. Auf zu der Statue. Was mich am meisten beunruhigt, ist, dass wir diesmal kein kleines Kind sind. Ah, ich glaube, wir sind jetzt in der Mitte des Labyrinths. Wir müssen 10 Schlüssel finden. Da. Perfekt. So. 2 Schlüssel. Ich hasse übrigens Labyrinthe. Gerade bei solchen Labyrinthen, die gar keine richtigen Labyrinthe sind, weil sie, wenn man immer easy peasy rausfindet. Yay, noch einer. Das Klopfen wird lauter auf dem Ohr. Ich frage mich gerade, wo Slender bleibt. Wir haben noch kein einziges Anzeichen von ihm bis jetzt schon mitbekommen. Ist er überhaupt hier? Vielleicht hat er ja verschlafen. Yeah. So.
Slender dürfte langsam immer aktiver werden. So, wohin gehen wir denn jetzt? Da ist die Statue. Wow. Ja gut, das kam jetzt ein bisschen unerwartet. Muss ich schon zugeben. Sind wir hier? Gehen wir mal hier rein. Slender. Wollte ich gerade lang, du Arsch. So, aber bis jetzt konnten wir, wenn wir Slender irgendwo gesehen haben, konnten wir uns dann doch relativ gut wieder gleich von ihm entfernen. Die Frage ist, wie oft wir das noch schaffen. Ich spiele immer hier so leicht um die Ecken, doch ich kann nichts entdecken. Kein Slender will mich erschrecken. Sonst werde ich ihn quer über das Gesicht lecken. Okay. Ja, schon große Verzweiflung bahnt sich so bei mir an, dadurch hier gerade nichts passiert. Rein gar nichts. Wir haben jetzt 4 Schlüssel gefunden und das war's irgendwie. Wir kommen auch immer wieder zu diesen komischen Häusern da. Ja, ich habe ihn gesehen. Ganz kurz aufblitzen. Zent. Sein weißes Köpfchen. So, wo ist er denn? Kann man hier eigentlich auch wieder zoomen? Nein. Schade. So. Fuck. Aber da ist bestimmt ein Schlüssel. Na gut, Slender. Na gut. Mist, doch kein Schlüssel. Dafür haben wir uns jetzt hier so in Gefahr gebracht. Na toll. Ein kleiner Tipp. Mit dem Sprinten in diesen Slender-Teilen. Man beginnt irgendwie mit 130 Sprintpunkte. Wenn ihr sprinten solltet und die volle Leistung herausholen wollt, dann sprintet so 5 Sekunden und dann wieder aufhören. 5 Sekunden sind, glaube ich, 15 Sprintpunkte gewesen. Bin mir da jetzt aber nicht ganz sicher. Nur mal so als kleine Information für zwischendurch. Und eine Sackgasse. Gott sei Dank stand Slender nicht hinter uns. Ich habe das Gefühl, dieses Let's Play geht schon seit Jahren so. Ach, Tag Slender. Huch, habt ihr das gesehen? Der hat sich gerade geportet. Wahrscheinlich war er in der Hecke stand oder so. Sah gerade sehr lustig aus. Also ich weiß nicht, hier ist Slender auch irgendwie voll lascho.
Zumindest kommt es mir so vor. Ich laufe doch hier jetzt schon jeden Winkel ab. Das gibt's doch gar nicht. Hinter uns steht er auch nicht. Da bei dem von diesem Haus dürften wir, glaube ich, kommen sein. Sollen, müssen, dürfen, können. Vielleicht ist Slender diesmal auch nicht ganz so aggressiv, weil wir diesmal kein kleines Kind sind. Da war schon wieder Slender. Jetzt ist Slender lässt echt nach. Der wäre mittlerweile so, also oft wie ich ihn jetzt schon angeguckt habe, wäre der jetzt schon im ersten Teil, also in dem Klassiker im Wald, wäre der schon mir jetzt so oft jetzt schon an die Kehle gesprungen. Das ist... Naja. Naja. Apropos an die Kehle springen. Ich kann ja schon mal eins vorweg sagen. Ich habe gestern angefangen, Fear 2 zu let's playen. Schönes Spiel, macht riesig Spaß. Ja, ich komme auf 4-2 bei an die Kehle springen. Mist, länger als 5 Sekunden gesprintet. Na toll, fast 12 Minuten geht das jetzt schon. Hallo, hier passiert nichts und die Taschenlampe hält auch ewig. Im ersten Teil hält die Taschenlampe gerade mal 6 Minuten oder so, dann ist sie aus. Hä? Ach, Tag. Aber das Bild wackeln gefällt mir. Ah, oh, Seht, seht. Oh, hi, Slender. Ja, jetzt wird er aggressiv. Jetzt sind wir am Arsch. Mist. Wir können nichts mehr machen. Wir hängen hier fest und Slender steht hinter uns. Und irgendwie bewegen wir uns auch. Hä? Er ist weg. Hat jetzt aber ganz schön lang gedauert, Slender. Also, Mann. Aber der Teil, also muss ich sagen, der ist sehr... Ich weiß nicht, du verlierst schnell die Lust dran, weil... Ich weiß nicht. 13 Minuten für 5 Schlüssel ist schon hart. Muss man schon sagen. Aber egal, ich verabschiede mich. Nächste Woche dann ein weiterer Teil von Slender mit Seven Streets Elevens oder irgendwie sowas. Klingt sehr interessant. Werde ich mir mal antun. Und bis dahin wünsche ich euch viel Horrorspaß mit diesem Spiel. Link wie immer unten in der Beschreibung. Auf Wiedersehen, euer Lingier.